Im Juli 2020 kontaktierte mich ein Doktorand. Er hatte an einem meiner PubMed-Kurse teilgenommen und fragte nun an, ob ich sein Projekt, einen Scoping Review, unterstützen könne. Im August kam er für eine Beratung vorbei. Das Thema, die Analyse der Ausatemluft bei Lungenkrebspatientinnen, welche analytischen Methoden und Biomarker gibt es, war definiert und ein Entwurf für ein Review-Protokoll war schon verfasst. So konnten wir die Schlag- und Stichwortsuche schnell zusammenstellen. Ein finales Protokoll lag im März 2021 vor. Die Suchstrategien wurden nochmal ergänzt. Im April 2021 wurde das Protokoll im Open Science Framework registriert. Durchsucht wurden schließlich Medline, Embase, die Cochrane Library, Web of Science und Scopus. Das nächste Mal hörte ich vom Doktoranden im Oktober 2021. Das Screening gestaltete sich aufwendiger als erwartet. Das erstaunte mich nicht. Es ist eben meistens aufwendiger als erwartet. Im Juni 2022 erfolgte eine erneute Datenbanksuche, da die erste schon ein Jahr her war. Gescreent wurden schließlich über 2600 Artikel, davon 701 im Volltext, und eingeschlossen wurden 138. Im August 2022 lag ein finaler Entwurf des Manuskripts vor, welches im September zum ersten Mal eingereicht wurde. Im Oktober wurde der Artikel abgelehnt. Reviewer 2 war zwar zufrieden, aber Reviewer 1 passte etwas nicht. Wir sind mit minimalen Anpassungen zum nächsten Journal übergegangen und haben noch im Oktober bei Lung Cancer eingereicht. Im November erfolgte eine Revision und im Dezember wurde der Artikel angenommen und online publiziert. Zusammengefasst hat das Projekt also 2 Jahre gedauert. Sogar 2,5 Jahre, wenn man von der Idee her rechnet, und 7 Personen waren beteiligt. Allgemein liest man, dass die Erstellung eines Reviews 1 bis 2 Jahre dauern kann. Ein paar Forschende haben ein Tool erstellt, Predictor, welches die benötigte Zeit berechnen kann. Gefüttert ist es mit Durchschnittswerten, die man aber mit Daten aus dem eigenen Projekt anpassen kann. Diese liegen am Anfang natürlich nicht vor. Man weiß ja noch nicht, wie viele Artikel man screenen wird und wie aufwendig die Datenextraktion sein wird. Als Durchschnittswert für eine Systematic Map sind 422 Tage bei 0,5 Vollzeitäquivalenten angegeben. Ich spiele ein wenig herum, aber ich weiß nicht, wie viel Aufwand zum Beispiel die Datenextraktion war. Und schließlich weiß man auch nie, wie oft man den Artikel bei verschiedenen Journals einreichen und revidieren muss. Unser Artikel hier ist nun publiziert und wir freuen uns.